Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid, denn das ist das letzte Video im Jahr 2023 und heute zeige ich euch sämtliche Pleiten, Pech und Pannen aus dem Jahr 2023. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, schaut gerne bis zum Ende durch. Es gibt viele lustige Szenen, viele Versprecher, auch der Bärle ist wieder mit am Start, also wenn ihr da Bock drauf habt, dann bleibt gerne dran. Ansonsten wünsche ich euch einen super guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rüber und wir sehen uns 2024 wieder. Und jetzt hüpfen wir direkt ins Video. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid, denn ich möchte heute mit euch einen schönen Weihnachtslook schminken. Stimmt nicht. Und da möchte ich mit euch zusammen heute einen schönen Look schminken. Dazu werde ich meine aktuellen... Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid, denn heute ist der erste Advent und ich bin jetzt schon so richtig in Weihnachtsstimmung. Ich freue mich jetzt auf die besinnliche Jahreszeit und Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid, denn heute ist der erste Advent. Ich bin schon so richtig in Weihnachtsstimmung. Es kam quasi jetzt auch so über Nacht. Ich freue mich auf die besinnliche Jahreszeit. Und da möchte ich heute so ein bisschen einstimmen auf diese Jahreszeit, indem ich einen schönen Look mit euch zusammenschminke. Und dazu werde ich alte Favoriten neu entdecken sozusagen. Also ich habe ein bisschen in meiner Kiste aufgeräumt, ein paar... So lange wollte ich doch gar nicht reden. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid, denn heute ist der erste Advent und ich freue mich jetzt schon total auf die besinnliche Jahreszeit. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid, denn heute ist der erste Advent. Ich bin schon richtig in Weihnachtsstimmung und möchte den Tag heute auch tatsächlich mit einem weihnachtlichen Look so ein bisschen... Ja, was denn? Jetzt sind die Augen vorerst mal fertig. Als nächstes werde ich mir noch einen Eyeliner ziehen und da benutze ich von... Könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen für den Blush hier könnte ich mir tatsächlich auch zum Beispiel vorstellen, wenn man, weiß nicht, wenn man zur Uni geht oder so und sich ein bisschen zurecht machen möchte, weil er eben so dezent ist und er hat so ein bisschen was Junges, was Frisches. Könnte ich mir also, wie gesagt, auch bei einer jungen Studentin vorstellen oder so. Luminize Palette, das ist diese hier. Die gibt es allerdings aktuell nur noch online zu kaufen bei Catrice. Aber ich finde, das ist eine der schönsten Paletten. Ich finde, das Ergebnis sieht sehr, sehr natürlich aus. Und jetzt gehe ich nochmal mit einem Brow-Gel drüber. Ja. Und es gibt hier zwei verschiedene Masken. Und zwar einmal gibt es The Recovery Moment. Das ist also eine Maske mit Niacinamid, Panthenol und Calendula Implex. Oh, ja. Mich hat ein Paket erreicht von Yepoda. Da habe ich mich total drüber gefreut, denn darin sind diese neuen Sheet-Masken enthalten. Sheet-Masken? Nennt man das so? Mich hat ein Paket erreicht, über das ich mich sehr gefreut habe. Das war nämlich ein Paket von Yepoda und darin enthalten sind die neuen Tuchmasken, diese... Tuchmasken? Mich hat ein Paket diese Woche erreicht von Yepoda und darin waren die neuen Gesichtsmasken enthalten. Da gibt es zwei verschiedene und ich habe mich darüber total gefreut. Denn ich habe darüber schon super viel Gutes gehört, habe die Masken im Übrigen auch schon ausprobiert. Oh, verdammt. Mich hat ein Paket erreicht diese Woche. Mich hat diese Woche ein Paket erreicht von Yepoda und darüber habe ich mich mega gefreut, denn darin enthalten waren die neuen Gesichtsmasken von Yepoda. Und ich hatte darüber schon super viel Gutes gehört.
Und Coke. Verdammt. Mich hat ein Paket erreicht. Darüber habe ich mich. Mich hat ein Paket erreicht. Mich hat ein Paket erreicht, über das ich mich sehr gefreut habe. Das ist nämlich das Paket von Yepoda mit den neuen Tuchmasken. Und wie gesagt, ich habe mich darüber sehr gefreut, denn ich habe über die Masken schon super viel Gutes gehört und habe... Mich hat diese Woche ein Paket erreicht, über das ich mich sehr gefreut habe. Ich habe nämlich ein Paket von Yepoda erhalten und darin waren die neuen Gesichtsmasken von Yepoda. Begeistert davon. Diese Masken sind mega, mega pflegend. Die haben richtig geile Inhaltsstoffe und ich finde halt auch, meine Haut ist danach wie neu. Ich kann euch das nicht beschreiben, das müsst ihr echt ausprobieren. Meine Haut war wirklich ultra, ultra zart und wenn ihr die... Ach, Pippi. Und die Masken sind auch wirklich super gut in dem Serum getränkt. Das heißt, wenn ihr die auftragt, sind die richtig, richtig nass. Ich habe so gute Masken in meinem ganzen Leben noch nicht verwendet. Und wenn ihr die vorsichtig nach eurer Einwirkzeit abnehmt, könnt ihr die nochmal in die Verpackung reinstecken. Könnt ihr die nochmal in die Verpackung reintun und dann eben in den Kühlschrank geben und dann auch noch ein zweites Mal verwenden. Mega, mega gut. Ich habe einen Code für euch. Ich sage es nochmal, das ist 30 Julia. Inhaltsstoffe. Sondern ich finde halt auch die Idee toll, einmal zu sagen, dass es gibt eine Recovery-Maske und einmal eine... Rescue-Moment-Maske. Ich finde, die, jetzt kommen wir noch zu den Lippen und da hatte ich mitgebracht von Kommen wir jetzt noch zu den Lippen. Da hatte ich mitgebracht von Isadora den Perfect Moisture Lipstick in der Farbe 215. Als letztes hatte ich für die Lippen mitgebracht von Isadora den Perfect Moisture Lipstick in der Farbe 215 Classic Red. Schaut also so aus und ich muss gestehen, gefällt mir richtig gut. Das gibt's doch nicht. Ich habe in der letzten Zeit ein paar neue Produkte gekauft und ich würde sagen, wir schminken heute mal einen sehr besonderen Lidschattenschluck. Lidschattenschluck? Ja. Ich habe mir nämlich Lidschatten gekauft von der Firma Cleonard. Das ist eine kleine Indie-Brand aus Kanada und ich liebäugel schon sehr, sehr lange mit denen. Ich blende euch gerne mal den Link zum... Ich blende euch gerne mal den Link hier ein zum Online-Shop, beziehungsweise ich verlinke es auch in der Infobox. Cleonard ist also wie gesagt eine kleine Indie-Brand und die machen lauter Duochrome und leuchtend werden. Und das will ich euch heute mal demonstrieren. Ich werde einen... Der Augenlook ist jetzt fertig und jetzt geht's an die Augenbrauen. Auf die verzichte ich nie, die werde ich grundsätzlich immer ein bisschen, ja. Jetzt kommen wir zu den Lippen und um den ganzen Look. Jetzt kommen wir zu den Lippen und um den Look etwas einheitlich zu gestalten, werde ich auch hier wieder zu meinem Lip Liner von Step 1 greifen. Jetzt kommen wir zu den Lippen. Jetzt kommen wir zu den Lippen und hier werde ich wieder zum... Jetzt kommen wir wieder zu dem... Jetzt kommen wir noch zu den Lippen und hier werde ich wieder zum Lip Liner greifen, den ich als allererstes auf den Augenlidern verwendet habe. Das ist der Lip Liner von Riva Loves Me in der Farbe. Jetzt kommen wir zu den Lippen und um die gleich... lange halten. Wenn ihr den Lip Liner habe ich also auf meine kompletten Lippen aufgegeben und so ein bisschen mit dem Finger noch so ein bisschen eingearbeitet. Dadurch, dass der Lip Liner sehr matt ist, wird er euch auch sehr lange halten. Das heißt, ihr müsst nicht oft nachschminken und das gleiche gilt natürlich auch für die Lidschatten. Den Lip Liner habe ich jetzt einmal komplett auf meinen Lippen aufgetragen und so ein bisschen mit dem Finger noch eingearbeitet. Und ihr könnt sehen, das ist alles etwas...
Den Lip Liner habe ich jetzt einmal über meine kompletten Lippen aufgetragen und so ein bisschen mit dem Finger eingearbeitet. Dadurch, dass der Lip Liner eher so ein bisschen matt ist, wird er euch sehr, sehr lange halten. Das heißt, ihr müsst nicht oft die Lippen nachziehen. Das finde ich zum Beispiel auch super praktisch. Und wenn ihr dann eben doch mal nachziehen müsst, dann ist halt so ein Lip Liner in der Handtasche wirklich sehr, sehr klein. Das wäre jetzt mein fertiger Look. Ihr habt gesehen, ihr braucht nicht viele Produkte und es geht super, super schnell. Wer jetzt noch ein sechstes Produkt verwenden möchte, Augenlider setzen. Ich würde darauf tatsächlich verzichten. Mir reicht der Look jetzt so, wie er ist. Für mich wäre der jetzt fertig. Ich habe nicht lange gebraucht. Die Produkte haben super schnell performt. Ich meine, ich habe jetzt vielleicht 7 Minuten insgesamt tatsächlich gebraucht. Zweck entfremden. So wie jetzt zum Beispiel auch die Mascara, die habe ich als Eyeliner verwendet. Das könnt ihr machen. Und wie gesagt, Bronzer könnt ihr weglassen. So wie jetzt hier die Mascara, die habe ich als Eyeliner verwendet. Das ist völlig legitim, könnt ihr machen. Hält auch relativ lange, das habe ich auch schon ausprobiert. Ebenso habe ich Bronzer weggelassen. Ebenso habe ich auch den Bronzer weggelassen. Brauche ich nicht zwingend. Genauso auch den Concealer. Ich würde mich darüber sehr freuen, wenn wir uns... Ich würde mich über eure Anregungen, wie man Produkte einsparen kann oder wie man Produkte auch zweckentfremden kann, sehr freuen. Wie bereits gesagt, hat Max Factor eine Kooperation rausgebracht mit der lieben Priyanka. Ja. Wie bereits angekündigt, hat Max Factor neue Produkte gelauncht. Das ist eine LE in Zusammenarbeit mit Priyanka Chopra Jonas. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wir starten mit den Augen. Ich habe mir nämlich die Lidschattenpalette mitgenommen. Die schaut so aus. Also hier ist dann das Logo von Priyanka aufgedruckt und hier dann von Max Factor. Achso, stimmt ja gar nicht. Wie bereits angekündigt, habe ich mir ein paar Produkte aus der neuen LE von Max Factor mitgenommen. Das ist nämlich eine LE mit Priyanka. Der Konturton hier, der funktioniert tatsächlich sehr gut. Man sieht den jetzt schön. Ich habe einen mittleren Hautton. Wenn ihr heller seid als ich oder in meiner Hautabstufung euch befindet, dann dürfte dieser helle Ton euch auch wirklich zum Konturton kommen. Das gefällt mir tatsächlich sehr gut. Ich finde es einen wirklich sehr schönen Look. Ich werde jetzt das Ganze auch nochmal am unteren Wimpernkranz entlang aufgeben. Da werde ich dann auch nochmal hier in diesen rosa... Blödsinn. So ihr Lieben, und das ist jetzt mein fertiger Look. So ihr Lieben, und das sind jetzt meine beiden fertigen Looks für euch. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Palette. So ihr Lieben, und das sind jetzt meine beiden fertigen Looks für euch mit den neuen Produkten von Max Factor. Ich komme jetzt für euch einfach nochmal ganz kurz zum Fazit. Das gefällt mir sehr gut. Die Pigmentierung der Lidschatten ist wirklich schön. Das ist gut geeignet für alle Anfänger, aber auch für die... Warte kurz. Ich muss erst noch die Haare richten, Schatz. Okay. Ja.
ich denn da los? Kleiner Schatz. Ja, so gut bist du. Grüß. Grüß. Ja, so ein Feier. Ja. Ja, so ein guter bist du. So ein guter bist du. Ja. So ein guter. Du kleiner Schatz. Ja, du kleiner Schatz, du. Ja, hast du fein gemacht. So ein guter bist du. Als nächstes habe ich ein etwas teureres Produkt mit dabei. Das ist hier eine Lidschattenbase von P. Louise. Die Lidschattenbase finde ich ziemlich toll. Die ist sehr, sehr gut geeignet, um Farben hervorzuheben. Weil jetzt habe ich noch ein. Auch das nächste Produkt ist wieder etwas teurer. Das ist nämlich der Lidschattenprimer von Anastasia Beverly Hills. Dieser hier. Den. Auch das nächste Produkt, was ich dabei habe, ist wieder etwas teurer. Das ist nämlich von Anastasia Beverly Hills, die Lidschattenbase. Diese hier. Auch die kommt hier in so einer Tube und ich mag sie tatsächlich sehr gerne. Die ist aber definitiv für ölige Augenlider geeignet. Wer trockene Augenlider hat, wird damit nicht glücklich werden. Das nächste Produkt, was ich jetzt dabei habe, das ist auch wieder etwas teurer. Und zwar handelt es sich. Was ich euch auch immer empfehlen kann und was ich immer in meinem Schränkchen habe, das sind Glitter Primer. Das ist sowas hier. Es gibt günstige. Pippi, was ist denn los? Warum heulst du jetzt? Magst du mich nicht mein Video fertig machen lassen? Hm? Sei doch still jetzt. Ja, guck mal. Pippi, hallo. Magst du nicht mal in dein Körbchen gehen? Sag, geh mal in dein Körbchen. Hm? Du musst doch hier nicht rumwerfen. Ihr Lieben, aktuell gibt es ja von Riva Loves Me eine neue Limited Edition. Die nennt sich Unforgettable. Heißt die Unforgettable? Ja. Ihr Lieben, aktuell gibt es ja von Riva Loves Me eine super süße Limited Edition. Die nennt sich Unforgettable. Und die geht, glaube ich, auch gerade ziemlich viral. Ich habe mir auch einige Produkte aus der Limited Edition mitgenommen, denn ich fand die einfach unfassbar niedlich. Ja. Ich habe mir mitgenommen die Eyeshadow Palette, den Blush. Und? Niedlich. Und die Borsten sind auch super weich. Ihr könnt ihn als Foundation Brush benutzen oder auch so wie ich als Bronzer oder Contour. Pinsel, da könnt ihr dann einfach so in tupfenden Bewegungen gut arbeiten mit. Das funktioniert also auch wunderbar. Wie gesagt, solltet ihr den Pinsel nicht mehr bekommen, guckt mal bei Amazon. Da gibt es auf jeden Fall auch immer mal noch Angebote. Ihr Lieben, aktuell gibt es zwei schöne neue Limited Editions in der Drogerie. Das ist einmal von Essence, die Emily in... Ihr Lieben, aktuell gibt es zwei neue Drogeries... dann doch lieber weg. Ich habe mich dafür für eine andere Limited Edition entschieden. Die ist nämlich von Catrice. Die nennt sich Magic Christmas Story Limited Edition. Und ich finde die fast ein bisschen früh, denn ich muss echt sagen, also aktuell ist es doch, es bin ich noch nicht. Ich finde die fast ein bisschen früh. Ach, verdammt. So, ihr Lieben, und das ist jetzt mein fertiger Look für euch mit der neuen Weihnachtspalette von Catrice aus der... So, ihr Lieben, und das ist jetzt mein fertiger Look für euch aus der neuen Weihnachts-LE von Catrice. Wie heißt sie? Magic Christmas Story. So, ihr Lieben, und das ist jetzt mein fertiger Look für euch mit der neuen Limited Edition von Catrice, mit der Magic Christmas. So, ihr Lieben, und das ist jetzt mein fertiger Look für euch, geschminkt mit der neuen Limited Edition von Catrice, mit der Magic... So, ihr Lieben, und das ist jetzt mein fertiger Look für euch, geschminkt mit der neuen Limited Edition von Catrice,
Das ist nämlich die Magic Christmas Story LE. Und ich komme jetzt für euch einfach nochmal ganz kurz zum Fazit. Und zwar habe ich mir da auch was sehr Besonderes ausgedacht. Ich möchte mal was ausprobieren. Ich habe es noch nicht ausprobiert, wohlgemerkt. Ich möchte was ausprobieren, von dem ich glaube, dass es ziemlich cool ist. Und das hier ist jetzt die Farbe 105 Golden. Das ist ein richtig schöner Peach-Braunton. Richtig, richtig toll. Finde ich, passt auch richtig schön in den Herbst. Kann man aber bestimmt auch ganz cool im Sommer tragen, wenn man es richtig kombiniert. Und ich möchte damit einen Augenlook schminken. Ja, richtig gehört. Einen Augenlook. Als nächstes habe ich mir mitgenommen von Catrice aus der About Tonight LE den Liquid Eyeshadow. Und zwar in der Farbe Martini Pleasure. Und den werde ich mir jetzt mit einem feinen Pinsel aufgeben. Oder was? Das gibt es doch gar nicht. Und zwar benutze ich hier so einen sehr feinen, abgeschrägten Pinsel. Damit werde ich das Ganze jetzt mal hier aufnehmen. So, ich bin wieder zurück, habe einmal meine Augenbrauen aufgefüllt und meine Base gesettet. Und ihr könnt sehen, wie schön das sich alles jetzt so verbunden hat. Meine Base sieht richtig, richtig gut aus. Upsi. So, ich bin wieder zurück und ihr könnt sehen, das Puder hat sich jetzt auch richtig schön mit der kompletten Base verbunden. Das gefällt mir so, so, so gut. Richtig schön. Und jetzt machen wir weiter mit Highlighter. Da habe ich auch wieder was. Ich muss echt sagen, das ist so ein schönes Gefühl, wenn man Dinge wieder aus der Schublade holt, die man immer gerne benutzt hat und dann einfach feststellt. So, ihr Lieben, und das ist der fertige Look von heute. So, ihr Lieben, und das ist mein fertiger Look zum ersten Advent. Geschminkt mit meinen alten Lieblingen, die ich neu für mich wieder entdeckt habe. Ich kann euch nur empfehlen, schaut auch mal echt in eure Schubladen und Schränke und Kisten rein, wenn ihr alte Produkte oder ältere Produkte habt. Wenn ihr Produkte habt, die ihr vielleicht schon länger nicht mehr genutzt habt, dann holt die auf jeden Fall wieder aus den Schränken und Kisten raus und schminkt damit einfach einen schönen Look, der euch gut gefällt. Jetzt muss ich es abpacken. Der soll langanhaltend sein, eben auch allergiegetestet, also für diejenigen von euch, die vielleicht auch empfindliche Augen haben. Und der Stift, der wurde zum Beispiel empfohlen auch von Letizia Lemark. Das ist ja eine bekannte Make-up-Artistin. Und sie benutzt den hier zum Beispiel ganz gerne und empfiehlt den auch. Und deswegen dachte ich, ich will den auch mal ausprobieren. Den gebe ich jetzt auch einfach mal auf meinem... Diesen Stift hier, den habe ich auch
Diesen Stift hier, den empfiehlt zum Beispiel auch Letizia Lemarque. Das ist ja eine bekannte Make-up-Artistin. Und sie hat den, wie gesagt, in einem ihrer Videos benutzt und empfohlen. Sie sagt, das ist ein sehr, sehr guter... Dieser Pencil hier soll sehr langanhaltend auch sein und der wurde auch mir empfohlen von... Nicht mir. Dieser Pencil hier, der ist also auch sehr langanhaltend. Der Pencil hier, den habe ich schon mal in einem Video gesehen, nämlich von Letizia Lemarque. Das ist ja eine bekannte Make-up-Artistin. Und die hat den auch tatsächlich empfohlen. Und dieser... Der Stift hier wurde im Übrigen auch von Letizia Lemarque schon empfohlen. Sie ist ja eine bekannte Make-up-Artistin. Und deswegen war ich auch so ein bisschen angefixt, den mal auszuprobieren. Okay, ich habe mal hier einen Pumpstoß rausgeholt. Die Foundation ist sehr, sehr... dick, also die ist sehr cremig und ihr könnt also auch sehen, das sieht mir nach einem Neutral, das sieht mir nach einem neutralen Unterton aus und das sieht auch relativ hell aus. Ich habe das Ganze jetzt mal hier rausgedrückt. Ihr könnt sehen, die Foundation ist relativ dick, also die ist sehr cremig. Ich konnte es nicht lesen. Katastrophe mit der Linse. Ich werde mir jetzt als nächstes Concealer aufgeben. Auch da benutze ich einen von Judith Williams. Also wenn man da tatsächlich mal ein bisschen was machen könnte, dass da eben mehr Farben davon verfügbar wären. Ich glaube, damit würden sich dann doch noch mehr Käufer finden. Ich werde das Ganze setten. Ich würde natürlich gerne das Puder von Judith Williams jetzt benutzen, aber das kann ich aktuell nicht benutzen, denn es wird mir jetzt im... Jetzt werde ich das Ganze setten. Ich würde gerne das schöne Puder, dieses... Jetzt werde ich das Ganze setten. Ich würde jetzt natürlich gerne das Puder von Judith Williams auch benutzen, das es da gibt. Dieses Compact Powder, aber das ist mir jetzt im Winter ein Tick zu dunkel. Deswegen werde ich auf ein anderes Puder zurückgreifen. Auch hier wäre ziemlich toll, wenn man tatsächlich vielleicht ein mehrere Farben eben noch von dem Puder rausbringen könnte. Vielleicht noch ein helleres und noch ein dunkleres. Dann könnten das auch wieder mehr Leute nutzen. Es ist wirklich ein tolles Puder. Ich benutze es unfassbar gern. Das war es jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten mit meinen neuen Produkten, die ich euch heute gezeigt habe. Vielleicht konnte ich euch auch für das ein oder andere Produkt begeistern oder inspirieren. Schreibt mir das auch gerne in die Kommentare, ob da was für euch dabei war. So, ihr Lieben, und das war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen inspirieren und auch ein bisschen... So, ihr Lieben, und das war's für heute mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen inspirieren und euch einfach auch wieder mal zeigen, Make-up muss nicht aufwendig sein. Ich liebe diese Produkte, die man mehrfach im Gesicht verwenden kann. So, ihr Lieben, und das war's für heute mit dem Video. Ich freue mich... So, ihr Lieben, und das war's jetzt für heute mit dem Video. Ihr habt gesehen, das ging heute super schnell. Es ist ein dezenter Look, wenn man es möchte. Man kann es aber auch ein bisschen umwandeln und in einen Abend... Pippi, was ist denn los? Psst. Geht jetzt nicht. Still sein. Psst. Du bist jetzt brav, gell? Ja, du bist ganz nass. Du kannst nicht nochmal raus. So, ihr Lieben, und das war's jetzt für heute. So, ihr Lieben, und das war's jetzt für heute mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch wieder mal zeigen, dass Make-up einfach nicht aufwendig sein muss. So, ihr Lieben, und das war's jetzt für heute mit dem Video. Ihr habt gesehen, der Look ging wirklich super schnell. Man hat ein Produkt für mehrere... Was ist denn los? So, ihr Lieben, und das war's jetzt für heute mit dem Video.
So, ihr Lieben, und das war's jetzt für heute mit dem Video. Ihr habt gesehen, der Look ging super schnell. Man braucht nicht viele Produkte und Make-up. So, ihr Lieben, und das war's jetzt für heute mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch wieder so ein bisschen inspirieren und euch zeigen, dass man super schnell einen Look kreieren kann mit relativ wenig Produkten. So, ihr Lieben, und das war's jetzt für heute mit dem Video. Ihr habt gesehen, der Look ging eigentlich super schnell. Ihr braucht nicht wirklich viele Produkte, wenn ihr die richtigen Produkte verwendet. Ich bin der Meinung, Make-up muss nicht aufwendig sein und das ist auch mein Motto. Ihr habt gesehen, das ging einfach. So, ihr Lieben, und das war's jetzt für heute mit dem Video. Ich hoffe... ihr hattet richtig Spaß dabei, konntet vielleicht ein bisschen schmunzeln an der einen oder anderen Stelle. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns 2024 wieder. Bleibt gesund, bis dann! Und wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, denn dann verpasst ihr nie mehr ein Video von mir. Ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß, bis zum nächsten Mal!